Haltet eure Klappe! Ha! Halt's Maul! Die Lea versteht auch schon. Hallo und schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind in der Vergemeinschaftsansichtssache. Immer noch kommt nicht. Nein, und heute wird wieder mal ein wunderschönes Thema ausgelost und das Thema wäre, ouch. Moment. Das Thema wäre, hör auf mit deinem Grübchen. Okay, das Thema ist, Moment, jetzt hat er. Nenne mir eine Zufallszahl zwischen, oh, ich muss meinen Kopfhörer raustun. Nenne mir eine Zufallszahl zwischen 1 und 20. Die Antwort lautet 20. Will dieses Scheißding nicht verarschen? Anstatt dass man eine Zahl nimmt wie 3 oder 7. Nein, 15, 20 und 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich gehe gerade unser Chat durch. 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Warte nochmal. 1, 2, 3, 4. Warte mal, hä? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ah, da, 20. Perfekt. Du hast ein wunderschönes Thema. Jetzt kommt's. Sollte es den computerfreien Sonntag geben? Dein Ernst? Ja. Aber was ist, wenn jemand keinen Computer hat? Wow, der bringt ja voll was. Oh, nein. Jetzt hab ich's gecheckt. Dass man quasi. Oh, kein Fernseher! Das geht nicht. Hallo? Ich brauch Netflix. Das ist meine Energy. Oder wenn ein Handyverbot wäre. Wie? Okay. Okay, ich bin so süchtig, aber. Nein, ich habe nicht mal 3-4 Stunden am Stück irgendwas gezockt. Nein. Nein, noch länger. Okay. Ich doch nicht. Okay, jetzt Hate is incoming. Nein, Spaß. Es handelt sich lediglich um unsere Meinung. Und zwar, computerfreier Sonntag. Das heißt, man darf keine Computer sonntags benutzen. Schön definiert, ich weiß. Das Gehirn definiert auch als Hirn. Ja, das Gehirn definiert auch als. Ja, aber für die Seite computerfreien Sonntag, was ist mit Handy, Laptop, Fernseher? Wir zählen auch als Computer, generell. Ja, generell schon. Hm? Es zählt generell als Computer. Als was? Kleiner. Candy. Ich habe nicht ganz zugedacht. Was du gerade. Du fragst und hörst nicht zu, ne? Hörst du die eigentlich? Nein, ich fände es persönlich gar nicht mal so schlimm. Klar, es wäre wahrscheinlich ätzend, ja. Wenn man dann sonntags zum Beispiel nicht irgendwas nicht sehen kann, aber man muss auch mal so sehen. Ich nenne das mal unsere Generation, in Anführungszeichen, ist eh viel zu sehr ach, am Handy. Ach du Scheiße. Ich würde pennen. Ist wirklich viel zu sehr an irgendwelche Technologie angewiesen.
Und dann fände ich es gar nicht mal so schlimm, wenn da einfach mal ein Tag ist, wo man quasi nicht am Handy ist, nicht, also einfach mal im Moment lebt und die Sachen so, ja, einfach im Moment lebt quasi. Aber mal alle Server in jedem einzigen Webseite alle abschalten. Ich habe gerade ein Bild gefunden von dir, oh, Mike, und muss ich dir schicken. Nein, aber ich fände es, dann würde man einfach im Moment leben. Und nicht ständig auch irgendwelche Bilder machen. In diesem Moment. Na. Deswegen fände ich das gar nicht mal so schlimm, wenn man da einfach mal einen Tag in der Woche nicht gerade am Handy ist. Ich finde das ich glaube, dann achtet man noch mehr an die kleinen Dinge des Lebens und hängt halt nicht 24/7 irgendwie in irgendwas. Auf die kleinen Dinge, also. Och, danke, Fisch. Ich habe mich gefragt, wie lange es braucht, bis sie dieses Wort erwähnt. 5 Minuten 30 Sekunden. 5 Minuten 30. Na, es ist länger als das letzte Mal. Haha. Ich bringe jetzt solche Job hier und? Das ist doch nicht schlimm. Ja, nur ich darf die mal rausschneiden, du Kudu. Ja, aber Fischi. Blau, 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 blau. Blau, 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 blau. Das blende ich hier wieder ein. Fischi, blub, 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 blub. Oder. Oder wie macht eine Schlange? Keine Ahnung. Wie macht eine Schlange? Nee, Ding ist ja eine fiese Schlange. Die. Fisch, dürfen wir jetzt weiterreden? Jetzt sind es schon 6 Minuten, das sind eine komplette Frage. Ja, dann rede doch ohne. Also, ich fände es jetzt halt nicht schlimm. Ich würde halt. Keine Ahnung, was ich machen würde. Ich würde nur da sitzen und wahrscheinlich pennen. Ein bisschen Spaß und anderweitig. Ja. Nee, Dann gibt's nicht viel. Nee, dann würde man, glaube ich, auch mehr auf. Mehr so auf die kleinen Dinge Wert legen. Und ich glaube, das wäre vielleicht auch mal schön. Weil, auch wenn das vielen jetzt nicht so vorkommt, ist, wenn man ein Handy oder sowas hat, ist das irgendwie auch stellenweise Stress und man ist unter Druck und will zum Beispiel, wenn jemand was schreibt, direkt lesen, direkt antworten. Und deswegen finde ich es mir gar nicht mal so schlimm, wenn man irgendwie so Kleincomputer oder richtige Computer nicht immer 24/7 parat hat. Okay, ja, Entschuldigung, du darfst reden. Ich hatte gerade einen Gedanke. Moderne Autos sind ja. Haben ja sehr viel Technik drin und sehr viele Computer. Zählen die dann zu der Regel dann auch? Nein, Autos nicht. Ja, aber wenn wir schon generell sagen, Computer vorher Sonntag, und wir ziehen alle computerischen Geräte rein. Na, sogar Autos, weil die auch mit Computern gesteuert sind, hin und wieder, okay? Also heißt es, dass am Sonntag keiner fahren dürfte. Nein, Autos zählen da nicht drin. Aha. Also, das muss man sich mal vorstellen, so ein ganzer Tag, wo sich nichts bewegt. So wie jetzt, in Corona-Zeit. Und was hast du gesagt? So wie jetzt, in der Corona-Zeit. Achso, ja. Alter, was geht denn gerade in der Gruppe ab, Alter? Nein. Aha. Wie gesagt, ich finde es gar nicht mal so schlimm. Das merkt man ja auch zum Beispiel, bei mir ist das so bei Konzerten oder so. Jesus! Das merkt man bei mir bei Konzerten, das ist einfach... Warte. Ich merke das zum Beispiel bei mir bei Konzerten... Was ist das Weg, Leute? Es ist wesentlich schöner irgendwie, wenn man da mal am Konzert ist und einfach das Handy mal ausschaltet und einfach mal auch abschaltet, weil Handys, wie gesagt, meistens doch... Oh Baby, ab geht's! Game over, hang out it! Bitte, okay, Entschuldigung. For fuck's sake. Weil die auch manchmal echt ein Stressfaktor sind und man lebt da einfach dann im Moment, wenn das Handy nicht gerade 24/7 da ist. Ich habe auch mein Handy, bei mir ist es meistens so, meistens bin ich in irgendeinem anderen Raum und mein Handy liegt einfach seit frühest irgendwie auf meinem Ding und schreibt da stellenweise beim Handy einfach, weil ich mein Handy sehr oft meistens am Tag einfach irgendwo in der Ecke liegen habe und das stört mich halt auch gar nicht. Und also Fisch, beim nächsten Mal, wenn... Alter, halt die Klappe! Nicht du. Also du auch, aber... Nein, ich hab grad mein Handy soll die Klappe halten.
Hey Siri. Das ist, weil Siri reagiert. Ich habe Kopfhörer drin, deswegen Siri kann ich gar nicht hören. Ja, mit deinen tollen Kopfhörer, wo du mich letztens nicht dann gehört hast. Nein, die Kopfhörer von meinem Laptop. Nein, und wie gesagt, ich fände das, wie gesagt, gar nicht mal so schlimm. Klar, es wäre vielleicht am Anfang etwas gewöhnungsbedürftig und es würde viel Hate kommen von den Leuten, die halt von solchen Geräten abhängig wirklich sind. Aber gerade für die wäre das, glaube ich, auch ein bisschen einfach abschalten. Und da in der Zeit kann man sich auch, glaube ich, Kisten ist echt schnulzig, kann man sich auch vielleicht ein bisschen neu finden und neue Hobbys entdecken, wie zum Beispiel, keine Ahnung, vielleicht liest der einen leidenschaftlich gerne Krimi-Romane. Und meine Nase juckt. Roman. Ja, Roman. Liest gerne Krimi-Romane, aber er kam halt nie dazu irgendwie oder wollte nie lesen, weil er ja lieber Fortnite spielt, ne? Und dadurch finden sich vielleicht wirklich ein paar kleine, coole Hobbys, die vielen einfach irgendwie nicht so bewusst waren. Ja, ich bin hobbyloser Mensch. Genau, dich zum Beispiel. Oha! Ich hab dich auch ganz so lieb. Okay, ja. Habt ihr noch irgendwelche abschließenden Worte zu sagen? Irgendwas, was ihr noch dazu zum Thema sagen wolltet? Ja, manchmal ist es auch gut, was mit der Familie zu machen. Also vielleicht mal so, wo ich eigentlich mal machen soll. Hört sich vielleicht blöd an, aber so vielleicht, dass man Sonntag mal so ein Brettspiel oder sowas mit der Familie spielt, das hört sich blöd an, oder? Ich glaube, wenn es den computerfreien Sonntag gesetzlich gäbe es vielleicht auch, weil Sonntag ist ja, sind ja alle Geschäfte zu und alles, ne? Und ich glaube, das ist sogar, ja, man darf halt sonntags ja nicht arbeiten. Und ich glaube, wenn es den computerfreien Sonntag gäbe, weil es gibt mittlerweile immer noch viele Geschäfte, die einfach sonntags irgendwie aufhaben. Und ich glaube, dann gäbe es, wären es noch weniger Geschäfte, die halt dann sonntags aufhaben, was ich dann auch relativ gut finde, weil jeder Mensch einen Tag in der Woche verdient hat, wo er einfach mal abschalten kann. Okay. Okay, habt ihr sonst noch irgendwas zu sagen? Nee. Nicht wirklich. Okay, dann also. Wir haben euch alle ganz so lieb. Mhm. Alter Fisch, wie du Jason jedes Mal reinredest. Lass mal ausreden. Ich war ja noch nicht fertig. Ich auch nicht. Ich hab den lieb. Also ich finde halt, das ist halt so ein Thema, was halt so irgendwie verständlich ist, dass es aber wahrscheinlich niemand, wenige jemals machen. Ja. Weil Computer so ziemlich zum Alltag jetzt auf der ganzen Welt gehören eigentlich. Ja, leider. Und unsere Welt besteht eigentlich auf Computer. Ohne die wäre unsere Welt jetzt wahrscheinlich im Arsch. Ja, okay, Fazit. Wie gesagt, viele Leute würden das natürlich nicht mögen, aber ich persönlich fände es relativ schön, einfach mal zum Abschalten, da Handys meistens ein Stressfaktor sind, auch wenn man das gar nicht so merkt, weil man hat bei Handys automatisch den Drang nachzugucken, draufzuschauen und Nachrichten zu beantworten und das... Aua! Okay, sorry. Nee, ich fände es wirklich gar nicht so verkehrt, wenn Sonntag computerfrei wäre. Und ja... Ich würde sagen, das war es auch dann fürs heutige Video. Ihr könnt mir gerne rein. Nein. Und oder ein Abo da lassen. Schaltet auch bitte beim nächsten Mal wieder eine. Bis dann. Wuhu! Honey.